schön ab. Die Nummer 2 aus Leipzig ist noch ein bisschen noch Respekt vor dem Ball, jetzt aber langsam ran. Und wenn wir den Ball jetzt nach vorne bringen, ist es wieder ein schöner Zweikampf hier. Man sieht, oh, das war ganz klar ein Leipziger Spieler, aber die Schiedsrichter, die sehen das hier alle nicht so. Von Hettringer kommt auch direkt hier die Nummer 5, auch schon direkt am Ball. Das ist ein schöner Kampf hier gerade vor dem gegnerischen Tor. Und es war ein bisschen Trubel gerade. Und die Nummer 3 aus Leipzig übernimmt mal hier das Zepter, das Heft des Handels. Ja, wir spielen hier in der Standard-Waffen-Liga, ich habe es schon erwähnt. Eine internationale Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, mal 2050 den amtierenden Fußball-Weltmeister, also im aktuellen Fall die deutsche Nationalmannschaft, zu schlagen. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber es sind ja auch noch 130 Jahre Zeit. Also da kann schon mal viel passieren. Was wir jetzt hier gerade sehen, ist, dass die Nummer 5 zielstrebig in die eigene Hälfte läuft. Das liegt daran, die Lokalisierung yellow two. Sich entscheiden muss, wo er sich denn jetzt gerade auf dem Spielfeld befindet. Ist sehr komplex und hier auch sehr schwer, weil yellow four back eben symmetrisch aufgebaut ist. Und deshalb ist sehr oft vorkommt, dass die Roboter auch mal denken, sie sind in der eigenen Hälfte, obwohl sie sich vor dem gegnerischen Tor befinden. Und dann haben wir hier auch bei den Leipzigern schon mal die vor 3-4 Jahren waren. Vor 3-4 Jahren auf der Weltmeisterschaft auch schon erlebt haben, dass der Torwart den Ball vor sich liegen hatte und dann ins gegnerische Tor gelaufen ist und den Tor erzielt hat. Aber das eigene Tor, naja, es passiert alles, das kommt vor. Aber jetzt haben wir hier mal einen Kampf vor dem Frankfurter Tor. Wir haben noch einen Verteidiger, Nummer 3 ist da und spielt hier schön. Aber ein Schuss aus Leipzig und der Torwart auf der Linie geklärt. Was ist jetzt los? Standard-Plattform-Liga, auch wenn es hier vielleicht ein bisschen anders aussieht.
waren jetzt dieses Jahr auch in Japan auf der Weltmeisterschaft. Ein sehr, sehr schönes Event, auch für uns sehr interessant. Und haben uns dort mit 32 Mannschaften im Wettkampf irgendwie duelliert und haben versucht, da ordentlich was zu reißen. Und auch die ersten drei Plätze sind alle nach Deutschland gegangen. Sehr, sehr große Leistung. Ich habe schon gesagt, die Leipziger Mannschaft Vize-Weltmeister, Weltmeister aktuell aus Bremen, leider nicht hier vor Ort, aber die Nummer 3, Dortmund ist auch hier. Und die werden dann in einer halben Stunde wieder spielen. Das kann man sich auch angucken. Ja, jetzt wieder angeführt und ich wollte mal auf die Uhr gucken, wie viel Zeit wir haben. Ungefähr die Hälfte der ersten Halbzeit ist jetzt schon rum. Es geht 2 zu 0. Los, Fred! Läuft hier souverän um den Ball herum. Hat nicht wieder gesehen, aber ist sich noch ein bisschen älter. Aber er hat ja noch andere Mitspieler, der das jetzt irgendwie klären könnte. Läuft aber auch eher vorbei und jetzt könnte der Verteidiger der Frankfurter Mannschaft zum Ball laufen. Macht er auch. Läuft jetzt langsam los. Wir sehen auch, dass das Laufen auch leider ein bisschen schon nicht mehr so stabil ist, wie es vielleicht gestern zum Beginn des Turniers war. Aber die Motoren werden ja auch sehr in Mitleidenschaft gezogen, hier auch im Mittelkreis wieder schöner Kampf. Und jetzt hat die Nummer 2, die auch mal wegen einer Strafe rausgestellt wird, an die Seitenlinie gestellt wird, eine Strafe vom Schiedsrichter erhalten hat und jetzt für 30 Sekunden über seinen Handel nachdenken darf. Und auf der anderen Seite das kommt halt einfach vor. Der Roboter ist fast über einen halben Meter hoch und wiegt auch 6 Kilo. Und das ist sehr, sehr schwer für die zwei Motoren, die da auch die meiste Belastung abbekommen und in den Fußgelenken. Die werden mit längerer Spieldauer auch gerne mal heiß und können da nicht mehr so richtig die Leistung bringen. Jetzt hier aber auch nochmal freies Schussfeld für die Nummer 5. Schießt aufs Tor und der Torwart ist noch dran und legt ihn an den Pfosten. Eine astreine Parade. Radetzky, Tor der Frankfurter Eintracht. Nein, genau, die Spinnen. Aber nicht so eine gute Reaktion. Sieht leider nicht der gegnerische Spieler und den Tor. Der Ball ist hinterhin im Torwart, blockt den gegnerischen Spieler weg. Und jetzt kommt auch die Nummer 3 aus Frankfurt. Oh, ein Eigentor. Auch das gibt es im Roboterfußball. Ganz knappe Kiste. Bei dieser präzisen Hereingabe des Leipziger Stürmers, da kann auch mal so ein Fehler passieren. Was verstehen, Herr Lottri? Nee, noch 3 Minuten. Was wir auch sehen, also die Roboter hauptsächliche Sensor, der benutzt wird, um die Umgebung wahrzunehmen, sind die zwei Kameras im Kopf des Roboters. Und mittels Bildverarbeitung versucht man hier nicht nur den Ball zu erkennen, sondern auch die Linien und andere Objekte auf dem Feld. Und das funktioniert leider nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Der Stand der Technik ist da schon wesentlich weiter, wenn man da an autonome Autos und die
ganz knapp